Hallo meine lieben Digiritter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Digimon Masters Online und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe alle Materialien zusammen, die ich benötige, um mir das Limited D-Arc zu craften, also die höchste Crafting-Stufe bei dem Digimon Tamers Digivice, also dem D-Arc Digivice, welches mit dem D-Reaver-Update dann hier ins Spiel reingekommen ist. Und da würde ich sagen, schnacken wir nicht lang rum, sondern gehen direkt zum Crafting über, D-Arc Production. Und hier haben wir dann das D-Arc Limited Edition. Hier brauchen wir dann das D-Arc Type Level 3 dafür. 150 Memory Cards, dann 2000 D-Reaper Datas, 200 D-Reapers True Datas, 40 D-Reapers Enrichment Datas, 60 Matrix Energy und 6 Safe Energies. Aktuell ist es noch so, dass man nicht die Möglichkeit hat, wenn man das Digivice, also das D-Arc Limited Edition, dann sich gecraftet hat und geöffnet hat, das Ganze, wenn einem die Aura oder beziehungsweise die Variante, die dann am Ende rauskommt, dann nicht gefallen sollte, das Ganze dann zu rerollen. Da gibt es genau 5 Varianten, die man bekommen kann. Einmal das D-Arc Hazard, die Variante, die zu Galantmon dazugehört, das D-Arc Sakuya, welches zu Sakuyamon gehört. Das D-Arc Saint, welches zu Saint Gargumon, also Mega Gargumon, dazu gehört. Dann das D-Arc Destiny, welches zu Leomon dazu gehört. Und das D-Arc Justice, welches zu Justimon dazu gehört. Da bin ich mal gespannt, welches ich dann gleich rausbekommen werde, wenn ich das Ganze dann jetzt crafte. Meine persönliche Hoffnung wäre natürlich auf eins von meinen Lieblingen daraus, also entweder auf Sakuya oder auf das Hazard. Destiny finde ich auch noch ziemlich cool. Dann, bei mir persönlich im Ranking, dann würde das Saint kommen, also das von Mega Gargumon, und auf dem letzten Platz wäre für mich Justice. Aber mal gucken, welches wir da rausbekommen. Gut, wenn man das dann öffnet, man kann das eh erstmal nicht umändern, bis sie da irgendwann vielleicht die Möglichkeit geben, das Ganze mit Materialien nochmal zu rerollen, also wieder zurück zu craften zum D-Arc Limited Edition und dann das Ganze erneut zu öffnen. Aber schauen wir mal, was bei mir rauskommen wird. Dann würde ich sagen, gehen wir rüber und craften das Ganze. Und los geht's. Damit haben wir jetzt das D-Arc Limited Edition gecraftet und jetzt kommt's halt drauf an. Welches werden wir hier bekommen? Limited Edition. Oh, okay, ihr könnt das gerade nicht sehen, weil die Facecam davor ist, aber hier steht als Beschreibung: Limited Edition of D-Arc, developed by the ATS Center and it is made for special members. Na gut, wenn es fürs besondere Member sind, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, welche D-Arc-Variante ich hier rausbekomme. Und die Variante, die ich rausbekommen werde, ist das D-Arc Hazard! Das von Galantmon. Oh, sehr schön. Da freue ich mich drüber. Device with special design made by referring to Galantmon's unique appearance. You can use a stone to modify option type or value. Oh, sehr schön. Das nehme ich sehr gerne. Einziges Problem ist, dass aktuell die D-Arc Digi-Auras, also die Auras von diesem Weiß noch verbuggt sind. Das heißt, wenn ich das dann jetzt... okay, was habe ich hier? Data Damage und Earth Damage. Okay, das wäre von dem Aspekt her... Gut, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber hier Data und Earth. Perfekt wäre es auf jeden Fall für Fanglomon Shin, aber mein Ziel ist es, da Datei Licht drauf zu bekommen. Und ja... Wie gesagt, die Aura ist aktuell noch verbuggt, das heißt, wenn ich die ausrüste, hier wird keine Aura angezeigt, bis sie das Ganze dann fixen werden. Aber die D-Arc Hazard nehme ich, behalte ich und drücke auf jeden Fall allen anderen auch noch die Daumen, was ihr die D-Arc betrifft, dass ihr da auch hoffentlich eine Variante rausbekommen werdet, über die ihr euch dann freut oder über die ihr ganz gerne haben wollen würdet. Das war es auf jeden Fall dann jetzt von meinem Video. Wie gesagt, da werde ich auf jeden Fall noch dafür sorgen, dass da dann Datei Licht als Option dann draufkommen bei mir. Und ja, wenn euch das Video gefallen haben sollte, gerne durch einen Daumen nach oben zeigen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.